Hallo und herzlich willkommen zu dem Marauders Tipps und Tricks Guide. Die Infos, die wir euch hier zusammenstellen, sind aus der Alpha und aus der Beta und sollen euch helfen, einen etwas leichteren Einstieg in das Spiel zu finden und für die etwas Erfahrenen vielleicht das eine oder andere noch als Neuigkeit hinzuzufügen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Ganzen, meldet euch sehr, sehr gerne in den Livestreams oder unten in den Kommentaren. Auch Instagram ist eine tolle Möglichkeit. Ich antworte wirklich sehr, sehr schnell auf Insta. Also scheut euch nicht, euch zu melden. Ansonsten viel Spaß mit dem Guide und viel Spaß bei Marauders. Bevor es einen Raid geht, rüstet ihr euch aus und zwar mit Helm und Rüstung. Damit sind zwei der drei Trefferzonen bedeckt. Die dritte Trefferzone wären die Beine, dafür gibt es momentan noch keine Rüstung. Außerdem nehmt ihr einen Rucksack mit, wenn ihr ihn habt, schaltet ihn so früh wie möglich frei und craftet ihn. Ihr habt ohne Rucksack sehr, sehr wenig Platz, um Loot mitzunehmen. Und zu guter Letzt nehmt ihr natürlich noch eine Waffe mit und achtet dabei, dass ihr für die Waffe eurer Wahl genug Munition mitnehmt. Der Typ der Munition steht immer oben links in der Ecke der Waffe. Achtet darauf, dass ihr genug Stacks dabei habt. Genauso bei der Rüstung, da steht oben links die Rüstungsklasse und unten rechts die Haltbarkeit. Eine besondere Rolle spielen noch Lockpicks und Heilung, dazu später mehr, aber ein Wort vorneweg. Die Heilung sollte auch so früh möglich freigeschaltet und gecraftet werden und spielt wie bei den anderen Spielen Cycle Frontier und Escape from Tarkov eine besonders wichtige Rolle. Besonders gute Startwaffen sind hier die MP40 mit der 10mm Munition. Die 10mm Munition ist sehr, sehr häufig zu finden, könnt ihr also ohne Probleme sammeln. Und die MP40 selbst hat gute Recoil-Werte und hat einen guten Schaden und ist damit eine hervorragende Startwaffe. Als zweite gute Waffe ist die Mauser hervorzuheben. Allerdings muss man hier darauf achten, dass man sich Full-Mod spielen sollte, also mit Schaft und erweitertem Magazin. Und hier auch die 10mm Munition, die leicht zu finden ist. Guter Durchschlag bei der Mauser, eine starke Pistole früh im Game zu haben und sehr, sehr günstig. Munition kann man finden, kaufen und craften und ihr solltet darauf achten, dass ihr so früh wie möglich die Händler freischaltet, um die Munition craften zu können, weil das die billigste Möglichkeit ist momentan, über Händler an Munition ranzukommen. Und hier ist besonders erwähnenswert die .300er und die 7.62mm Munition, weil das Munitionstypen sind, die besonders gut sind und mit die stärksten Waffen im Spiel bedienen. Da reden wir zum Beispiel von der Bar, eine der stärksten Waffen im Spiel, jetzt schon zu erwähnen, damit ihr eben nicht diese tolle Munition für diese Waffe frühzeitig wegschmeißt oder verkauft. Und die zweite Waffe, die hervorzuheben ist, ist die STG-44. Sie wird gespielt mit der 7.62mm Munition, wobei man hier sagen muss, dass ähnlich wie bei Tarkov fast jede Waffe, die 7.62mm Munition bedient, besonders stark ist. Aber die STG-44 macht hier einen besonders guten Job. Wie bei Tarkov und Cycle auch, ist es hier auch so, dass wenn ihr stirbt, alles weg ist. Momentan haben wir keinen Sicherheitscontainer, also hier ist absolut alles weg. Das bedeutet, das Geld spielt eine entscheidende Rolle, das heißt Raiden und Looten. Eine Runde startet mit dem Ziel, eine der Raid-Stationen zu betreten und die Runde danach wieder heile zu verlassen. Raid-Stationen sind zum einen die Mine und die Space Station, sowie neu dazugekommen der Terraformer. Außerdem haben wir momentan zwei Schiffe, das ist einmal das Kommandoschiff und das Handelsschiff. Diese fünf Gebiete können also mit eurem Schiff betreten werden, wobei man sagen muss, dass gerade das Kommandoschiff beispielsweise ein etwas schwereres Ziel ist. Hier habt ihr Elite-Gegner, dafür ist natürlich auch der Loot höher. In diesen Raids ist der beste Loot meistens hinter verschlossenen Türen, also nehmt Lockpicks mit. Lockpicks könnt ihr relativ früh bereits craften, ihr solltet immer einen Lockpick dabei haben. Öffnet damit die Türen und bekommt den besseren Loot. Abgesehen von Quest-Items und seltenen Items reden wir hier insbesondere von Münzen. Bronze, Silber und Goldmünzen geben euch besonders viel Geld und sollten immer mitgenommen werden. Wenn ihr euch für eine Landung auf einem Kommandoschiff entscheidet, achtet darauf, dass ihr bei der Landung Schaden nehmt. Also landen, heilen und dann erst das Kommandoschiff weiter betreten. Solltet ihr eine Station raiden, denkt bitte daran, euch die Dockingstation zu merken. Die findet ihr oben über dem Tor und wenn ihr wieder rausgehen möchtet, dann müsst ihr an die gleiche Dockingstation. Oft ist es so, dass man sich verläuft oder im Eifer des Gefechts an eine andere Dockingstation geht. Hier werdet ihr sehr, sehr schnell merken, dass ihr nicht mehr weiterkommt. Das heißt, ihr müsst wirklich den Weg zurückfinden. Da ihr keine Brotkrumen verteilen könnt und da euch ein Zeitfenster im Nacken sitzt, müsst ihr wirklich darauf achten, wieder zurück zu eurer Dockingstation zu finden. Und zwar in Time. Ihr müsst aber nicht die schweren Raids auf euch nehmen, sondern ihr könnt auch euer eigenes Schiff looten. Euer Rust Bucket ist immer kostenlos verfügbar. Das heißt, auch wenn es kaputt geht oder zerstört wird, ihr könnt jede Runde wieder kostenlos mit einem Schiff starten. Und in diesem Schiff befindet sich hinten in der Kiste oder auf der Kiste
Loot, Waffen, Rüstungen, Westen, das könnt ihr mitnehmen, zusammen mit den zwei Feuerlöschern, die ebenfalls in jeder Rust Bucket und in jedem Startschiff drin sind, habt ihr bereits einiges an Loot, was ihr mit rausnehmen könnt. Also rein, eigenes Schiff looten, Feuerlöscher nicht vergessen und wieder raus. Die Items, die ihr dabei lootet, könnt ihr entweder verkaufen oder scrappen, also zerlegen. Und da kommen wir zu einem der wichtigsten Items überhaupt, und zwar das Synthetic Scrap. Dieses benötigt ihr für die Heilung und für die ersten Rüstungen und Westen und Rucksäcke. Synthetic Scrap ist wichtig ohne Ende und deswegen ist es wirklich nicht schlecht, immer wieder Sachen zu zerlegen. Versucht also frühzeitig First Aid Kits zu craften, damit ihr die Raids besser überlebt. Achtet aber auch darauf, Painkiller mitzunehmen. Diese sind dafür da, Zonen eures Körpers, die sich nicht normal heilen lassen, wieder aufzufüllen. Das Starterschiff ist immer verfügbar, bessere Schiffe müsst ihr craften. Die haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene Werte und haben ein eigenes Inventar. Das heißt, ihr könnt sozusagen Schiffe craften und diese dann in eurem Hangar lassen und als Stash-Erweiterung benutzen. Achtung hierbei, das erste Schiff wird immer automatisch ausgewählt, wenn ihr in einen Raid geht. Also startet bloß nicht mit einem Raid, wo eure ganzen Goldmünzen drin sind. Vorsicht. Eine weitere Möglichkeit, an andere Schiffe zu kommen, ist, sie zu kapern. Oder einen Captain zu töten. In einem Raid trefft ihr auf einen Spieler, tötet ihn und er hinterlässt eine Keycard. Nehmt ihr diese Keycard und geht an das Landungsdeck, wo er angedockt hat, könnt ihr sozusagen sein Schiff betreten und es nach Hause nehmen. Betretet ihr das Schiff und kommt ihr erfolgreich aus dem Raid raus, gehört das Schiff euch und wird in eurem Hangar gespeichert. Der Trick mit den Schiffen als Stash-Erweiterung ist ganz nice. Möchtet ihr aber eure Inventory normal erweitern, müsst ihr sogenannte Prestige Points einsetzen. Jedes Mal, wenn ihr Level 40 erreicht mit eurem Hauptcharakter, könnt ihr diesen Charakter zurücksetzen auf Level 1, verliert alles, bekommt aber dafür einen Prestige-Token, einen Prestige-Punkt und diesen könnt ihr unter anderem nutzen, um euren Stash permanent zu erweitern. Die zweite Möglichkeit, euer Inventory zu vergrößern, sind Boxen. Genau wie bei Escape from Tarkov gibt es hier verschiedene Boxen in verschiedenen Größen. Ich finde, die lassen sich bereits relativ früh craften und relativ gut und günstig bauen. Also Boxen sind erstmal zuerst zumindest eine sehr, 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 sehr gute Alternative, um sein Inventory zu vergrößern. Achtet bei jedem erfolgreichen Extract darauf, euch zu reparieren. Helm, Rüstung, Waffe, alles geht kaputt und zwar geht es schnell kaputt. Gerade Waffen, die viel benutzt werden, können sogar innerhalb eines Raids kaputt gehen. Also achtet auch hier drauf, Waffen eurer Gegner zu nehmen und diese zu benutzen, wenn ihr viel kämpft. Und achtet bitte darauf, nach jeder Runde zu reparieren. Genau wie bei Cycle oder wie bei Tarkov kann man es mal hier und da vergessen. Also bitte reparieren, reparieren, reparieren. Das Erfüllen der Mission gibt euch nicht nur Geld und Ausrüstung, sondern auch sogenannte Skill Points, die ihr durchs Leveln bekommt. Das heißt, die Skill Points schalten euch dann schlussendlich Items frei, die ihr craften könnt. Also, das ist sozusagen nochmal ein System, was separat zu den Händlern läuft. Händler schaltet ihr frei, indem ihr Händler Prestige aufbaut. Und Skill Points schalten euch Items frei, die ihr dann permanent craften könnt. Und hierbei solltet ihr darauf achten, dass ihr euch bereits so ein bisschen überlegt, was möchtet ihr freischalten. Achtet dabei vor allem auf die Rucksäcke und auf Heilung, sowie auf die Munition für die Waffen, die ihr benutzt. Was das Waffenmodding angeht, ist es ziemlich simpel gemacht. Unten seht ihr die Felder, die verfügbar sind. Manche Waffen können gar nicht gemoddet werden. Andere haben 1, 2, 3 Felder. Klickt da drauf und ihr könnt entsprechend die Attachments ranmachen, die ihr entsprechend kaufen oder craften müsst. Einfach die Attachments ranmachen und loslegen. Ich empfehle hier nochmal bei einer der besten Startwaffen, nämlich der Mauser, sie immer auf Vollmod zu spielen. Nur mal als Beispiel, hier ein Schaft und das Magazin unbedingt ranmachen. Ich hoffe, wir konnten euch etwas helfen und sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video oder in den Livestreams. Bleibt gesund, bleibt sauber und erfolgreiche Raids. Ciao, 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 ciao.